Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir sind wieder hier in der Waffenkammer. Da wurden wir erschossen und ja, die sind jetzt weg. So, kann ich die Tür einfach aufmachen? Nö. Bin hier, glaube ich, jetzt gefangen auf ewig. Na ja, gut, beim letzten Mal habe ich es auch rausgeschafft. Hey, guck mal. Gratis-Erfahrung. Finde ich nett. Lebt da einer? Nein. Okay. Wir werden uns hier mal ein bisschen umsehen. Wir dürften ja hier ziemlich in Sicherheit sein. Da wir nicht rauskommen, wird auch wahrscheinlich niemand reinkommen. Das ist eine Tür? Das ist eine Tür. Ich vermute mal, ich kann hier einfach durch. Ach komm, ich bin doch geduckt, oder? Ja. Oh Gott. Jeder Mensch würde da durchkommen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Da muss man doch irgendwie anders durchkommen, oder? Da kann ich mich nicht ranhauen. Ist wer das jetzt? Hey! Kann ich hier nicht treffen, ne? Aber er sieht mich. Das heißt, wir schalten mal um. Oh, das geht. Hast du gedacht, Kleiner? Hast du gedacht? Okay, sehr schön. Wir schauen uns hier mal um. Es wird bestimmt noch andere Wege geben. Ah, es ist so grell. Hier ist nichts. Ach, guck mal. Meine Quest führt da rein. Oh, guck mal, wer ist das denn? Okay, hier ist alles voller Geschütze. Ich höre da wieder ein. Ich glaube, dass irgendwie das Spiel verbuggt war und alle Geschütze, die hier auf dem Gelände sind, waren plötzlich da in der Ecke. Weil ich bin jetzt wieder auf einen neuen Server drauf, weil neuer Tag, neues Glück. Und jetzt sind sie plötzlich halt hier überall. Ist nur so mein Gefühl, ne? Komme ich da irgendwie hin? Wir gehen mal hier entlang. Das ist der letzte Weg, den wir gehen können. Ja, geil. Jetzt muss ich überlegen. Wir haben rein theoretisch die Möglichkeit, uns überall hinzuschieben, wo wir hin wollen. Da vielleicht nicht unbedingt. Aber ich könnte es schaffen. Sehr sinnvolle Tür, darauf zu kommen, indem ich mal wieder, das haben wir ja schon mal gelernt, meine, oh, da ist sie, Ausrüstung nehme und die hier so hinstelle. Geht das? Ah, es ist nur kacke, wenn die Sprungtaste gleichzeitig die Einsammeln-Taste ist. Okay, versuchen wir es einfach mal so. Also, nein, 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 nicht einsammeln, nicht einsammeln. Ah, so schön. Oh, ich habe keinen Schrott, habe ich ja schon gemacht, ne? Leck. Ein Terminal. Ein Klemmbrett. Superkleber. Oh, das ist gut. Achso, konkret. Gucken wir erstmal, was stand da? Ninjas Terminal? Mirage, okay. Luftfilter. Ich habe mit dem Bau eines Luftfilters begonnen, den wir in ganz Harper's Ferry aufstellen konnten. Diese Stürme, die hier durchfegen und Strahlung und seltsame Krankheiten verbreiten, sind einfach zu viel. Erste Tests. Die ersten Tests der Luftfilter waren erfolgreich. Jetzt heißt es nur noch, die notwendigen Materialien aufzulisten und einzusammeln. Es fehlt ja nicht mehr viel. Hoffentlich kommen durch den positiven Effekt ein paar Leute mit an Bord. Kann ich von hier aus raussnipern? Was ist, wenn mich jemand beim Lesen stört? Es geht.
Ja, komm näher. Je näher du kommst, umso tödlicher bin ich. Boom. Oh, den Rest lassen wir mal darum laufen. Ach, da ist ein Terminal. Gut, hätte man leichter haben können. Egal, aber ich konnte nochmal den Trick demonstrieren. Alles gut. Ich finde den nämlich cool. Den habe ich mir selbst ausgedacht. Bin wahrscheinlich nicht der Erste, der darauf kommt, aber egal. Aha. Ich meine, rein theoretisch kann man sich doch den ganzen Scheiß einfach nicht geben und hier hochgehen. Aber gut. Schönen Brennstoff. Hätte ich gern behalten. Oh oh. Ich weiß nicht, also das Umgehen dieser Fallen ist ja wohl eigentlich Billokram, ne? Irgendwo ist hier ein Geschütz. Unter mir. Okay, ich kann ihn nicht treffen und er mich nicht. Aber von dieser Seite vielleicht. Kann ich? Nein. Ah, ich sehe schon. So kriegt das aber hin. Kurz mal nachladen. Ah, sehr schön. Wieso gehst du jetzt eigentlich dann dauerhaft an? Habe ich keinen Bock drauf, Junge. Geh mal weg. Da stand gerade, ich konnte es reparieren. Reparieren wir die Falle, damit ich sterben kann. Das ist immer eine gute Idee. Noch ein Tümmel. Hacking! Ich bin aber sehr froh. Ich meine, wenn man so an Fallout 3 und Fallout 4 zurückerinnert, das Hacking ist da wirklich ausgeartet, also wirklich. Da haben die... In jedem Haus, wo du drinne warst, konntest du hacken. Ich meine, für diejenigen, die Bock drauf haben, klar, ist bestimmt lustig, aber ich fand das immer so störend. Ständig hängst du da 2 Stunden und versuchst da irgendeinen Scheiß zu hacken. Da bin ich ehrlich gesagt hier, ich bin hier zufrieden. Ich bin hier mit dem... Quasi mit dem Arsenal des Hackings bin ich zufrieden. Es gibt nicht zu wenig, aber es gibt auch nicht zu viel. Schauen wir uns hier erstmal in Ruhe um. Ich will auf jeden Fall noch irgendwie ein bisschen Stuff organisieren. Da, hier war irgendwas. Irgendwas, was ich da nehmen konnte. Da, Kombi-Schraubenzieher, die brauche ich. Okay. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Oh, 2 Kronkorken. Ist halt gar nichts. Ich hatte übrigens in der letzten Folge ja gefragt, wie wir an die Baggerrüstung kommen. Ich muss mal öfters mal die Kommentare mit einbeziehen. Ne? Ihr schreibt mir immer schön Kommentare, weißt du? Ich gebe dann Daumen zwar hoch und ist ja nett und so weiter, aber wenn ich schon Fragen stelle, dann sollte ich gucken, ob sie auch beantwortet werden. Denn Big Bronx sagt, die waren eventuell im Camden Park. Das werde ich überprüfen. Warte, so. Das werde ich überprüfen und wenn du lügst, dann komme ich dich zu Hause besuchen, ne? Und dann gebe ich dir ein Schloss, das du knacken musst. Was hast du davon? Okay, da geht's lang. Was ist denn das hier für ein Labyrinth? Ich meine, allein hier reinzukommen ist schon fragwürdig. Ich bin ja nicht auf den normalen Wege hier reingekommen. Frag mich echt, wie man hier sonst reinkommt.
Mich. Mich. Das, ging schnell. Ich konnte nicht mal reagieren. Gut, ich habe keine Rüstung an, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da drin eine brauche. Wo bin ich jetzt? Alles klar. Joa. Ich umgelaufen. Prügelst du ja durch die komplette Anlage und als Dank wirst du erschossen. Ist klar. Komme ich hier eigentlich irgendwie rein? Ach, ich muss Mitglied der Freien Staaten sein, um da reinzukommen. Das heißt, ich umgehe gerade eine ganze Questreihe. Nur wegen dem Ding hier. Ja, wieso nicht? Wenn sie befestigt, dann müsst ihr noch ein bisschen patchen. Ich finde immer einen Weg rein. Wir werden die Questreihe wahrscheinlich sowieso machen, aber... Es passiert in diesem Let's Play öfters, ne, dass ich ein paar Sachen vorgreife. Aus Versehen. Guckt euch den Arsch an da. Ja. Ich zieh meine Powerrüstung an. Ich glaube, ich sollte wirklich meine Powerrüstung anziehen. Klingt nach einer guten Idee, ne? So. Jetzt versuch's nochmal, Bro. Versuch's nochmal. Traust dich nicht, ne? Bestimmt nicht. Wenn ich dich kaputt mache. Und zwar mit dem Hammer. Ich hoffe, ich werde nicht sterben. Ich weiß nicht mal, ob ich Stims dabei habe. Vielleicht ist es keine so gute Idee, ein Geschütz mit dem Hammer zu töten, oder? Ich glaube, darauf wartet er nur, dass ein Mensch nah genug ist, damit er ihn richtig durchlöchern kann. Weil so ein Geschütz hat natürlich auch eine Streuung, ne? Und wenn du davor stehst, hat er denn keine Streuung mehr. Dann kriegst du jede einzelne Kugel ab. Hm. Kann ich damit irgendwas anfangen? Was? Glaub nicht, ne? Na gut, jetzt bin ich hier runtergesprungen. Oh, kriegst du 10 mm ab. Jetzt reicht's. Jetzt geht meine Geheimwaffe die 10 mm. Es wird dir so peinlich sein, dass du da hinschmelzen wirst. Vor Scham. Entweder volles Leben. Die Geheimwaffe, Freunde, die Geheimwaffe. Okay, kriege ich einmal Loot zusammen. Gut, beim anderen war wahrscheinlich nichts. Hey. Hier ist noch ein Geschütz, ich weiß das. Ich spüre das in meinen Eingeweiden. Kaffeetasse, wow. Giddy-Körper. Also mache ich leider keinen Schaden, nur wenn ich nicht gesehen werde. Dann machen wir es so. Hey, lad doch mehr nach als... Wieso lädt der immer eine Kugel nach?
Als wenn er es wirklich spannend machen möchte. Ich lade nur eine Kugel, damit es spannender wird. Wobei es heißt ja, dass Entwickler die letzte Kugel im Magazin immer besonders stark machen. Aber wahrscheinlich nicht in diesem Spiel. Was war das? Ah, Nordner, okay. Jo, mein Freund. Wo ist dein Schrott? Nee. Okay, weiter geht's. Was haben wir hier? Jets Brief. Wir erwarten morgen 2 weitere Kisten 10mm Munition, womit wir ein Problem weniger hätten. Ich habe mit Larry gesprochen und er hat mehr als genug Trinkwasser. Allerdings müssen wir wegen Henry etwas unternehmen. Als wir ihm die Verantwortung über die Nahrungsmittelvorräte gaben, hatten wir nicht damit gerechnet, dass der Idiot hunderte Kisten mit... Dreck! Da. Na, nicht das. Zuckerbomben anhäufen würde. Wie soll uns dieser zuckerige Müll bitte am Leben halten, wenn alles den Bach runtergeht? Sag ihm, dass er sich seinen eigenen verdammten Bunker suchen muss, wenn er uns keine brauchbaren Lebensmittel aufbaut, Jet. Oh, Zuckerbomben, das bringt doch Energie. Energie ist immer gut. Hacking, hacking, hacking. Da, 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 da. Ich hack ja so gerne. Ist so wunderbar. Hier ist nix. Nix. Da, oh. Hier ist alles in einer Reihe. Hä? Was? Okay. Verwirre mich noch mehr. Das hilft auf jeden Fall beim Hacking. Aber hier ist noch einer. Und da ist noch einer. Da hätte eigentlich auch einer sein müssen. Gut, wir haben sowieso nur noch 2. So. Sesam, öffne dich. Yeah. Aulkatze. Ist dir nichts zu sagen. Das ist mein Let's Play. Mach dein eigenes Let's Play. Wir passen auf uns auf. Das hören wir gleich an, ne? Relays Terminal. Perimeter. Wir haben endlich ein annehmbares Perimeter um Harper's Ferry errichtet. Es besteht aus einer recht improvisierten Kombination aus Waggon und Müll. Drücken wir die Daumen, dass es hält. Eddie arbeitet schon an der Aufstellung von Patrouillen. Miranda hält sich vollkommen raus, wodurch sich die Spannung ein wenig gelegt hat. Die Frau hat zwar viele Fehler, aber Stolz gehört nicht dazu. Stählerne Bruderschaft. Wir haben heute eine Gruppe getroffen, die sich die Stählerne Bruderschaft nennt. Das ist auf gar keinen Fall irgendeine Gewerkschaft. Wie ich hörte, haben... Ah, nee. Also Gewerkschaft finde ich gut. Sorry. Der Lachflash kam ein bisschen spät. Die Stählerne Bruderschaft. Wir streiken heute. Das ist auf keinen Fall irgendeine Gesellschaft. Tut mir leid. Ich denke jetzt daran, wie die Stählerne Bruderschaft im Garten sitzt und Würste brät. Wie ich hörte, haben einige von ihnen unsere Gruppen aus Thunder Mountain vertrieben, als sie noch anders hießen. So oder so gefällt mir das nicht. Wir bauen diesen Ort nicht wieder auf, damit er dann von irgendwelchen selbsternannten Militär übernommen wird. Die sind genau das, was wir hinter uns lassen wollen. Handelsrouten. Wir konnten einige kleine Handelsrouten einrichten, die zwar mit einem hohen Risiko verbunden, aber auch erfolgreich sind. Wir haben da draußen noch ein paar Gemeinschaften gefunden. Manche bauen in den Bäumen, andere haben eine ganz annehmbare Barackensiedlung auf die Beine gestellt. Da gibt es natürlich noch die Route nach Charleston, die wir gesichert haben, um mit den Respondern zu arbeiten. Bislang lief es ganz gut und ich hoffe, dass wir das noch weiter ausbauen können. Verbrechen. Neulich haben wir eine Leiche gefunden. Sie war so entstellt, dass wir nicht herausfinden konnten, um wen es sich handelte. Aber die ganze Stadt ist darüber in Aufruhr. Die meisten machen sich Sorgen wegen irgendeiner neuen Killerkreatur. Einige glauben aber auch, dass ein Wahnsinniger frei herumläuft. Natürlich ist auch Sam nirgendwo zu finden. Also stellt sich
als nächstes die Frage, ob er das Opfer sein könnte. Er ist hergekommen, nachdem er seine Tochter begraben hatte. Es würde mich nicht überraschen, wenn er des Lebens überdrüssig war. Eddie, Niraj, Miranda, sie alle denken, dass er es ist. Aber mein Bauchgefühl sagt mir etwas anderes. Und warum? Zu glauben, dass sich Sam ohne ein Wort aus dem Staub gemacht hat, ist immer noch besser, als davon auszugehen, dass er tot ist. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, irgendeinen Sam gefunden zu haben, aber eventuell haben wir es. Es wird wohl Zeit, die Waffenkammer unter unsere Kontrolle zu bringen. Ich werde Eddie und Niraj bitten müssen, uns bei den Sicherheitsvorkehrungen zu helfen. Das wird den Überlebenden nicht gefallen. Aber wir müssen unsere Leute schützen, besonders vor dieser verdammten Bruderschaft. Derek sagte uns, dass sie von den Respondern sowohl Vorräte als auch Personal fordern und dabei keine Widerrede akzeptieren. Tja, wenn sie das bei uns versuchen, werden sie ganz schön was erleben. Und wir müssen bereit sein. Und jetzt sind wir hier. System entdeckt. Lehn dich zurück, entspann dich und lass das Holoband zaubern. Halte dich an die unten erscheinenden Hinweise, um garantierte Ergebnisse zu erzielen. Bam. Hoffentlich stimmten meine Voraussagen in Bezug auf das Netzwerk und du aktivierst diese nächste Nachricht berechtigterweise. Falls nicht, dann spreche ich wohl zu niemandem und nichts hiervon wird von Bedeutung sein. Aber ich schweife ab. Du solltest Senator Sam Blackwells Terminal finden und das Holoband-Master benutzen, um die Dateien herunterzuladen, die wir benötigen. Das dürfte Spaß machen, da du das einzigartige Charleston Capitol Building besuchen wirst. Als ich es zum letzten Mal gesehen habe, war noch alles intakt. Begib dich danach zum nächstgelegenen Sendeturm, lade all die sauer verdienten Daten hoch. Kinderspiel, oder? Oder? Ich denke, Sam war noch am Leben. Mann, was mache ich hier eigentlich? Ist doch alles hoffnungslos. Verdammt, das Teil nimmt immer noch auf. Das war seltsam. Oder Zusammenhang. Aber ich vermute mal, dass wir hier die freien Staaten finden, ne? Wir hätten ja noch eine andere Quest, dass wir uns in Harper's Ferry umsehen sollen. Dann machen wir das doch einfach mal. Wenn ich denn hier rauskomme. Ich kann schnell reisen, das ist gar kein Problem. Also rauskommen werden wir hier auf jeden Fall. Ah, okay, das ist besser. Sehr schön. Ach, guck mal da. Da sind irgendwelche Roboter. Die Jungs kämpfen gegeneinander, aber ich helfe mal ein bisschen. Okay, warum das nicht getroffen hat, weiß ich nicht. Aber ich schieße dir gerne in den Rücken. Macht irgendwie keinen Schaden. Okay, doch kein Roboter, aber ich helfe trotzdem vom Weiten. Wenn ich treffen würde. Jetzt holt er aber die Knarren raus, alter Schwede. Cool, Erfahrung for free. Ach, ich muss die Tore aufmachen. Wir hatten ja letztens neulich schon Tore aufgemacht. Hallo, wie kann ich dir winken? Hallo, no. Okay, wir sind von da oben aus runtergesprungen, ne? Ich glaube, ich habe Hunger.
gute Hühnersuppe. So. Hierher, Mensch, Mensch, Mensch. Hab Leckerli für dich. Ich weiß nicht mehr, wie viel Leben er hat. Achso. Steckt er da fest oder so? Hey. Geschenkt. Einen tollen Superhammer dabei. So. Rob Coe. Der Schalter war hier, ne? Ach, wir sollen die Terminals angucken. Ja, gut, Leute. Ich würde sagen, aber das machen wir morgen. Morgen geht's übrigens dann auch in den PvP-Modus wieder zurück, weil dann habe ich auch wieder ein bisschen Zeit. Und ja, bin gespannt, weil jetzt hätten wir schon die Schießerei, weil wir den Kollegen hier gesehen haben. Wobei das Einzige, was mich halt momentan noch ein bisschen, ich will nicht sagen stört, aber verwirrt, ist dieses Ranking-System. Es soll ja eigentlich so sein, dass derjenige, der am meisten die Leute abknallt, auf Platz 1 ist, ne? Weil er ist dann Staatsfeind Nummer 1. So, das Problem aber ist, dass nicht der, der am meisten abknallt, auf Platz 1 landet, sondern der, der am längsten auf dem Server ist. Und ich glaube, da müssen sie noch dran arbeiten. Ich glaube nämlich nicht, dass das gewollt ist. Und deswegen hoffe ich mal, dass es bis morgen sich erledigt hat. Nein, nicht weglaufen. Gratis Erfahrung. Nicht auf mich schießen, ich habe keine Rüstung. Dann schauen wir uns hier mal ganz kurz um und dann beenden wir die Folge. Jetzt nichts mehr Spannendes, ihr könnt ruhig ausschalten. Ich geh sterben! Ihr habt ausgeschaltet. Nein. Ich bin nicht tot, alles gut. Ich bin, glaube ich, ein bisschen verrückt gerade. Leute, wir sehen uns morgen. Haut rein. Ciao.